es ist, war vorher so abgestochen im Zimbo, ne? Also die Woche war jetzt nicht optimal für mich. Ja, bisschen lediertes Knie, mal sehen, was da passiert. Diese Woche denke ich mal schon eine MRT-Untersuchung. Ja, reingekommen, Tor gemacht, dritte Tor eingeleitet, so was abgesprochen, nein Quatsch. Ja, ich glaube, es war eine gute Mannschaftsleistung und meiner Meinung nach haben wir auch hier heute verdient gewonnen. Ja, die ersten 20 Minuten fand ich eigentlich nicht so stark von uns, aber wir kamen besser ins Spiel. Und irgendwann einen Ex-Feind zu treffen und eine Vorlage zu geben, ist natürlich immer krass. Ich glaube, es ist immer gut, gegen alte Feinde zu treffen, ne? Aber hat man ja gesehen, dass ich auch Respekt gegenüber dem Verein habe, weil ich auch 1,5 Jahre hier gespielt habe. Erstmal Glückwunsch für den Dreier, an das ganze Team, an den Verein und alle, die heute an uns geglaubt haben. Ja, ich denke, das Spiel, wir haben sehr konzentriert angefangen. Dann ja, die blöde Situation mit dem Elfmeter, muss ich glaube ich nicht runtergehen. Mache ich trotzdem, treffe den Mann. Bitteres Ding, gehen dann 1-0 in Rückstand. Ich denke aber danach, das Gesicht, was wir gezeigt haben, ich glaube, das spiegelt einfach uns als Mannschaft aktuell wieder. Und ja, haben uns aufgerappelt, machen das 1-1, irgendwo auch erzwungen. Hören da nicht auf, machen weiter, gehen mit den Unentschieden in die Kabine und haben uns ganz klar vorgenommen, wir haben heute nichts zu verlieren. Dementsprechend sind wir auch rausgekommen, haben einfach weitergespielt und haben uns einfach die Tore rausgespielt und erzwungen. Und ja, ich denke einfach, dass der Sieg heute im Großen und Ganzen in Ordnung geht, beziehungsweise verdient ist. Und ja, dementsprechend ja, ein riesen Glückwunsch schon mal an die Mannschaft. Ich bin mega stolz. Ich glaube, der ganze Verein, die mitgereisten Fans, auch alle mega stolz. Und darauf kann man aufbauen. Und den Weg gehen wir weiter. Glückwunsch an euch für die 3 Punkte. Wir hatten vor dem Spiel auch ja, zweimal auch wieder umstellen mussten. Nach seiner Gelben wieder reingekommen. Auf Kreier muss man noch verzichten. Da haben wir halt ja, mit Doro halt begonnen. Und ja, ich glaube, dass wir richtig, richtig gut in die Partie reingekommen sind. Wir sind oft durch gewesen. Oft ja, auch in der Box gewesen, waren halt nicht zielstrebig genug, wollten dann immer den nächsten nochmal, wollten keine Verantwortung übernehmen, wollten den nächsten Pass, sind die Situation halt immer verpufft, gehen dann, glaube ich, dann auch verdient 1-0 in Führung und haben dann natürlich weiter Gas gegeben und ist natürlich dann sehr, sehr ärgerlich, wenn man dann halt ja, kurz vor der Halbzeit dann ja, so ein Eigentor noch kriegt. Ich glaube, gerade psychologisch total wichtig, auch für die Spieler, wenn man das halt kriegt. Ja, auch die Entstehung und alles ist total ärgerlich, muss ich mir nochmal angucken. In der zweiten Halbzeit, klar, wollte man auf unser Tor noch dominanter spielen. Da muss ich sagen, ist das Spiel halt so ein bisschen verpufft, muss man sagen. Da hatten wir so ein bisschen diese Aggressivität, gerade auch in Anlauf. Wir wussten da auch, wie sie spielen. Viele 1-gegen-1-Duelle waren dann halt da, die haben halt nicht alle gewonnen. Ärgerlich ist natürlich dann, dass wir dann nochmal durch sind mit Mikkels und zwei Mann stehen blank in der Mitte und wir schaffen es halt nicht, den freien Mann zu kriegen. Ich glaube, dann war halt noch ein Abwehrspieler abgefälscht, aber ist natürlich ärgerlich in so einer Situation. Machst das 2-1, das ist ein komplett anderes Spiel. So ist es dann, bis dann halt kommen muss. Ein Ball auf den Rückraum. Dei wussten wir, dass er auch einen guten Schuss hat. Eigentlich hatten wir das auch vor, auf diese Rückraumbälle, nicht die Flanken. Ja, er hat es dann eiskalt genutzt, war halt ein Sonntagsschuss. Gut, das 3-1, muss man sagen, war ein bisschen abgefälscht, auch ein bisschen Glück dabei, aber das verdient man sich dann auch irgendwann. Und ja, und nachher war es dann halt ein Spiel, was dann eigentlich gelaufen war, auch mit einem Anschlusstreffer. Ja, war es dann im Endeffekt von uns zu wenig, das, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind jetzt schon die Saison schon öfters auf Schnauze gefallen. Jetzt geht es einfach wirklich diese Woche Spiel analysieren. Kreier kommt Dienstag wieder zurück. Ja, und dann uns vernünftig darauf vorbereiten auf die nächsten Spiele, die auch sehr, sehr schwer werden, die wir ja, mit Wattenscheid und ja, gerade Wattenscheid, weil gerade die unten sind, die spielen halt immer ja, ein bisschen anders. Euch trotzdem alles Gute für die nächsten Spiele und ja, euch allen noch einen schönen Tag. Danke. Ja, erstmal Servus an alle. Ja, ich komme immer wieder gerne hier, nochmal so als Einstieg her. Schön, dass wir natürlich jetzt mal Punkte mitnehmen. Die letzten paar Male war halt nicht so oder nur einfach. Wir wollten unbedingt was mitnehmen. Das ist ein Punkt, dass sie letztendlich 3 geworden sind, freut mich natürlich uns umso mehr. Gerade wenn du dann auch noch so engagiert spielst, wie in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit hat mir persönlich vom Engagement unserer Seite nicht so gefallen. Das hat den Jungs auch in der Halbzeit gesagt. Wir haben den Gegner zu viel Ballbesitz gelassen, waren nicht aggressiv genug in den Zweikämpfen, haben zu wenig Zweikämpfe geführt und wollten die nicht unbedingt gewinnen. Und ja, da kam das spielerisch ein bisschen auf. Ich sagte gerade, wir haben eine Riesenchance in der 4. Minute von Mazzullo. Ich sagte, das war kein Abseits gewesen, wie wir gerade geschaut haben. Ich sagte, da müssen wir nochmal genauer drauf gucken. Aber gut, letztendlich hat der Schiri so entschieden.
Wir wollten Nadelstiche setzen aus dem Mittelfeldpressing raus, aber da haben wir leider gerade in der ersten Halbzeit zu viele lange Bälle gespielt, die sofort weg waren. So hat Oberhausen halt mehr Ballbesitz gehabt. Letztendlich auch über unsere linke Seite den Elfmeter rausgeholt. Das haben sie ordentlich gemacht. Das Schöne ist, dass wir eine Mentalitätstruppe haben. Und das sage ich von Anfang an, wir haben Top-Charaktere dazugeholt und das sieht man immer wieder. Wir haben letzte Woche auch 1-0 hinten gelegen, kamen zurück 3-1, haben auch jetzt hier in Oberhausen 1-0 zurückgelegen, wo brutal schwer ist, auch gerade zweite Halbzeit, wenn du, sag mal, die Fans auch im Rücken hast, ist das brutal. Gerade wer Fußball schon mal gespielt hat, auch hier, der weiß das. Und wie wir letztendlich dann auch reagiert haben in der zweiten Halbzeit, war top. Wir haben die Zweikämpfe angenommen, wir haben die auch gewonnen und wir haben ein Stück weit auch taktische Veränderungen gemacht. Wir haben die beiden Offensiven noch tiefer spielen lassen und wir wussten, dass Oberhausen da auch Probleme hat, um dann tief zu spielen. Und da haben wir nicht nur in der ersten Halbzeit gemacht mit dem 1-1, wo Davutuma auf Bulut spielt. Und da braucht man noch mehr von. Deswegen habe ich mit Skoda und André Day halt zwei Spielstarke noch eingewechselt. Und da hat er neben unser Spiel auf. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Letztendlich, wie wir den hier gerockt haben. Ich wusste auch, dass Oberhausen stark dezimiert ist. Gerade wenn Sven nicht spielt, der ist brutal. Und das ist unsere Chance gewesen. Und die haben wir genutzt. Und das freut mich umso mehr, dass die Jungs jetzt auch 2 Tage frei gefordert haben, ist klar. Aber die haben sie natürlich auch gekriegt. Das ist immer Fußball. Und wenn du so ziehst, wir haben unsere Serie fortgesetzt. Wir haben jetzt 4 Spiele, 8 Punkte. Das ist gut. Und jetzt genießen wir erstmal den Sieg heute. Und dann jetzt am Dienstag für uns weiter. Und dann konzentrieren wir uns auf den nächsten Gegner.